runtergehen. Christinas Brücke. Museum oder irgendwas mit Ingenieur. Nicht mit dem Fahrrad drüber. Black Diamond. Wie gesagt, Flixbus ist sehr günstig bis Kopenhagen, aber außerhalb Saisons, außerhalb den Ferien. In den Ferien, Osterferien, kostet es 100 Euro mit dem Flixbus, von wo ich ausgefahren bin. Hier besucht die Leute meistens den Neuhafen, Nyhafen. Sogar Samstag ist da viel los. Schau die Farben an von dem Ort. Mülltonne von mir. Enjoying Copenhagen? It's good. Hi. Hier ist viel los. Als ich hier zum letzten Mal hier war, das war sehr wolkig und es war noch Sommer. Also wenn die Sonne da ist, immer die Gelegenheit nehmen. Die Sonne ist nicht immer da in Kopenhagen. Das ist immer ein Glückstag. So, wie hat euch das Video soweit gefallen? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Teilt das Video überall an viele Leute wie möglich, über WhatsApp, Instagram, was ihr auch immer habt. Und abonnieren nicht vergessen. Abonniert zu dem Kanal. Da kommt noch mehr. Falls ihr mehr Videos haben wollt, Entschuldigung, der Wind.